Meine Masterfolie in Impress, LibreOffice 7.0. Impress öffnen. Bereits beim Starten von Impress erscheint die Dialogbox Wählen einer Dokumentvorlage. In der Dialogbox werden fertige Vorlagen für Präsentationen angeboten. Klicken Sie auf Abbrechen und erhalten damit die einfache Standardvorlage. Bildschirmformat. In der Seitenleiste bei Eigenschaften Folie ist das Bildschirmformat auf 16:9 im Querformat eingestellt. Dies entspricht den heutigen Vorlagen und dem damit weit verbreiteten Bildschirmstandard. Wenn ein anderes Bildschirmformat ausgewählt wird, sind die vorhandenen Felder der Folie nach Bedarf anzupassen. Layout auswählen. In der Seitenleiste können Sie zwischen unterschiedlichen Layouts auswählen, zum Beispiel Titel und vier Inhalte. Belassen Sie es bei dem markierten Layout Titelfolie. Masteransicht einschalten. Aus der Standardvorlage können Sie nun eine eigene Masterfolie erstellen und als Vorlage speichern. In der Seitenleiste bei Eigenschaften befindet sich auch die Schaltfläche für die Masteransicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche Masteransicht. In der Masteransicht kann nun das Format für Größe, Schriftart und Farbe aller Elemente wie Überschrift, Text und die Felder der Fußzeile, die auf allen Folien der Vorlage zu sehen sein sollen, angepasst werden. Bearbeiten Sie nun diese Elemente. Master umbenennen. Im ersten Schritt wählen Sie im Menü Folie, Folie umbenennen. Die Dialogbox Folie umbenennen zeigt als Name der Masterfolie Standard an. Nun können Sie einen geeigneten Namen, zum Beispiel Masterfolie LibreOffice, eingeben und klicken OK. Format der Überschrift anpassen. Setzen Sie den Cursor in die Überschrift oder markieren Sie dort den Text. In der Seitenleiste bei Formatvorlagen, Präsentationsvorlagen ist die Vorlage Titel markiert. Rechts klicken Sie auf die Vorlage und wählen Ändern. Klicken Sie in der Dialogbox Titel auf den Tab Schriftart. Nun wählen Sie bei Größe die Schriftgröße 40. Im Tab Schrifteffekte wählen Sie für die Schriftfarbe benutzerdefinierte Farbe Hexadezimal 1C71D0 aus. Klicken Sie auf OK. Markieren Sie den Rahmen des Überschriftenfeldes und entfernen in der Seitenleiste bei Eigenschaften, Position und Größe das Häkchen für Seitenverhältnis beibehalten. Geben Sie die Werte ein. Breite 22 cm und Höhe 2,7 cm. Ein Logo einfügen. Da das Überschriftenfeld gekürzt wurde, können Sie nun rechts daneben ein Logo platzieren. Klicken Sie in der Symbolleiste Standard auf das Symbol Bild einfügen. In der sich öffnenden Dialogbox Bild einfügen wählen Sie das Bild 2020-07 LUHB Logo Square LibreOffice PNG aus. Klicken Sie auf Öffnen. Das Logo wird zentriert auf die Folie platziert. Bei markiertem Logo ändern Sie die Maße bei Position und Größe in der Seitenleiste. Position X 23,9 cm, Position Y 0,6 cm, Breite 2,7 cm, Höhe 2,7 cm. Felder der Fußzeile anpassen. Rechts klicken Sie in der Fußzeile auf Datum Uhrzeit und wählen Vorlage bearbeiten aus. Im Tab Schriftart wählen Sie für Liberation Serif die Schriftart Liberation Sans aus. Im Tab Schrifteffekte wählen Sie für die Schriftfarbe Hexadezimal 1C71D0 aus. Klicken Sie auf OK.
Diese Änderung wirkt sich gleichzeitig auf die anderen Fußzeilenfelder, Fußzeile und Foliennummer aus. Angaben für die Fußzeile eintragen. In der Fußzeile sind die Angaben für Datum, Uhrzeit, Fußzeile und Foliennummer noch nicht zu sehen. Deshalb klicken Sie jetzt im Menü auf Einfügen, Kopf und Fußzeile. In der sich öffnenden Dialogbox Kopf und Fußzeile müssen Sie noch entsprechende Angaben machen. Hier im Beispiel tragen Sie ein: Bei Datum und Uhrzeit fest tragen Sie das aktuelle Tagesdatum ein, zum Beispiel den 31.07.2020. Bei Fußzeilen Text tragen Sie ein, zum Beispiel Werbung für LibreOffice. Bei Foliennummer setzen Sie ein Häkchen. Nun klicken Sie auf Zuweisen. Masteransicht schließen. Klicken Sie auf das Symbol Masteransicht schließen oder in der Seitenleiste auf die Schaltfläche Masteransicht schließen. Masterfolie als Vorlage speichern. Im Menü klicken Sie auf Datei Dokumentvorlagen als Dokumentvorlage speichern. In der Dialogbox als Dokumentvorlage speichern wählen Sie die Kategorie Präsentationen. Als Vorlagenname geben Sie ein, zum Beispiel 2020-07 Werbung für LibreOffice. Klicken Sie auf Speichern.